Nach der rasanten Fahrt sind wir bereits bei einer Wespe angelangt. Ja, ich denke, es ist eine deutsche Wespe. Sie spricht Deutsch. Ja, ja. Also wir konnten uns sehr gut mit ihr unterhalten. Sie hat uns verstanden, ja. Ja, aber nicht geantwortet. Wir wollten wissen, was sie da eigentlich ableckt. Vom Blatt ableckt, was das ganz genau ist. Aber man hat gar nichts gesehen. Nein, für unser Auge war es zu klein und für das Makro auch. Also. Aber was erstaunlich war, sie hat dieses Blatt verteidigt. Und zwar nicht nur gegen Fliegen, sondern auch gegen Artgenossen. Ja, 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 ja. Sie hat jeden wegbuxiert, der da gekommen ist. Das war einfach ihr Blatt. Das war ihr Blatt und das war so lecker. Und die Fliege wird sicher nicht lange dort sein. Die muss auch weg. Die muss weg. Und sie leckt das alles auf. Hier bei der Blüte, das ist verständlich. Hier will man Pollen und Nektar, aber auf dem Blatt. Ja. Diese hier war einfach hungrig wie verrückt. Na. So nervös. Sie sind schwierig zu filmen, Wespen. Es kommt drauf an. Also die Wespe, die da geblöterlet hat, die war sehr schön. Ja, das war aber eine Feldwespe. Eine spezielle. Ja, und unser Wespennest, das waren die französischen Wespen. Ja. Das hingegen ist eine Biene. Ja, eine kleine Furchenbiene. 6-7 Millimeter. So in etwa, ja. Und der nächste Schauspieler ist auch schon unterwegs. Die punktierte Glasflügelwanze. Hier steht sie Porträt für uns. Hier macht sie sich hübsch. Ja, sie muss das gut putzen. Hier überlegt sie sich etwas. Aha, der Fühler rechts oben ist ganz klar. Oh, ist hier links? Links oben? Oh, der wäre auch interessiert. Super Aufnahme. Der hätte auch Interesse. Aber dieser hier war schneller. He? Ganz gemächlich. Gemächlich. Und es hat schlussendlich funktioniert. Und da wird schon getwerkelt. Das Weibchen ist größer, hat einen gelben Bauch in diesem Fall hier. So grün-gelb, ja. Ja. Hier sieht man das weniger gut. Aber das Weibchen ist auch größer. Ist logisch wegen den Eiern. Ja. Ja. Er hat abgehängt, weil dort ist eine andere Dame, oder? Oh. Und sie verspricht die große Liebe, schau mal. Oh. Die innige Umarmung. Oh. Oh, nichts kann uns trennen. Du bist das Ein und Alle. Schau mal das an. Eine so tolle Beziehung. Ja. Unglaublich.
Nein, das war nichts. Nein, das hat nicht gepasst. Nein, die große Liebe war gar nicht da. Er ist frustriert, reibt sich die Hinterbeine, nicht die Vorderfüße, oder? Und von dem anderen Paar hat es diese Bebés gegeben. Ja. Das sind verschiedene Larvenstadien. Ja, ja, ja. Ich habe nicht herausgefunden, welches was ist. Aber schön getarnt. Ja, wunderbar getarnt. Mir gefallen immer die Farbkombinationen, die verschiedenen Braun. Ja. Das ist wieder eine Erwachsene. He? Ja, und hier bin ich nicht so sicher, ob es die gleiche Art ist oder ob da etwas anderes. Weil es gibt sehr viele verschiedene. Ja, es gibt ähnliche Arten und von. Es ist schwierig zu unterscheiden von Fotos. Ja. Aber sie zeigt uns sehr schön, warum man sie Glasflügel Wanze nimmt. Hier sieht man das sehr gut, wirklich. Ja. Sie sind einfach Pflanzensauger. Ja, hübsch. Sie lässt sich Zeit. Auch eine hübsche Aufnahme mit der Blüte. Die Farben sind sehr schön. Ja. Ja, hier konnten wir auch fast nicht aufhören zu filmen. Ja, wir haben auch sehr viel gutes Material, das wir nicht zeigen können, weil das würde sonst stundenlang dieselbe Wanze beim Fressen. Aber so einen ruhigen Moment kann man sich ohne weiteres gönnen zwischendurch. Das ist vermutlich eine andere Art. Sie hat einen anderen Halsschild, der ist hellgrau gefärbt. Ja, und gar nicht gepunktet. Ja. Oder ist eine Mutation? Einfach mal zuschauen, beobachten. Sie haben schon ganz unterschiedliche Färbungen und sind auf sehr unterschiedlichen Pflanzen zu Hause. Ja, ja, ja. Das war schon im Herbst hier. Ja.
So, das wär's. Bis später. Bis dann.